Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Speedbild. Denn Raya und Raphael brauchen natürlich in der Lucky Legacy Challenge ein neues Haus. Ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Also, und da sind wir auch schon. Wir haben das Ganze natürlich im Stream gebaut und hier gerade habt ihr auch kurz eine kleine Inspiration gesehen. Ich habe auf Pinterest erstmal geschaut, was können wir denn machen, weil ich möchte ja, dass es immer so ein bisschen anders ist als zuvor, weil wir sind jetzt schon in der dritten Generation hier in Glimmerbrook, weil wir das ja immer auslosen und ich wollte halt, dass es einfach auch dann jedes Mal ein bisschen anders ist. Und ich finde, das ist mir auf jeden Fall gelungen. Ich habe auch mal ein bisschen was gemacht, was ich jetzt hier so nicht machen würde. Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist, wir hatten sehr viel mehr Geldprobleme, als ich dachte. Ist ein Problem. Werdet ihr auch am Ende sehen. Also ich habe wortwörtlich 0 Simoleons übergelassen. Ich werde hier im Laufe des Videos auch noch ein paar Mal in den Inventaren gucken, dass ich Sachen verkaufe und so, nur um ein paar mehr Simoleons zusammenzubauen. Und hier vorne seht ihr auch direkt, dass ich die ganzen, also die beiden Räume, die von Rocky, unserer Mitbewohnerin sind, dass ich die da platziert habe, weil ich fand es ein bisschen wild, wenn sie jetzt noch weiter in einem Keller wohnen würde. Deswegen, ich fand es ganz schön, wenn sie vielleicht auch einfach normal lebt. Also auf Augenhöhe, sage ich mal. Und außerdem, ja, jetzt gleich seht ihr auch, dass ich sehr große Probleme hatte, mich für Fenster zu entscheiden, weil irgendwie hat nichts zu dem gepasst, was ich wollte. Und hier mit den Hecken und so auch. Und also nicht Hecken, sondern Zäune. Also es war einfach ein Struggle. Durch und durch, Leute. Aber es ist Sims 4. Was erwarten wir? Es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht, grundsätzlich. Aber wie gesagt, ich habe sehr viel gestruggelt. Aber was willst du machen? Ne? Also vor allem, wenn man halt mal neue Sachen ausprobiert, ist es halt auch mal ein bisschen wild. Ne? Aber ja, also ich bin letztendlich dann doch ganz zufrieden, aber wir brauchen Geld und wir müssen halt, damit wir nochmal ein bisschen mehr Deko auch platzieren können, weil ich sag, wie es ist. Wir haben sehr wenig Deko, also wir haben nur in den Schlafzimmern quasi richtig Deko. Deswegen wäre schon ganz cool, wenn wir ein bisschen mehr Deko, ne? Und ich meine, mir ist dann auch beim Bauen und so aufgefallen, wir wollen ja dann irgendwann auch Kinder haben. Aber da müssen wir wahrscheinlich auch noch einen Raum irgendwie dran bauen oder so, weil so wie das jetzt gerade ist, das wird nichts. Also, ein bisschen blöd. Aber ist schon okay. Wir kriegen das hin. Es wird alles irgendwie funktionieren. Das Grundstück ist ja auch relativ groß, meiner Meinung nach. Also jetzt nicht riesig oder so, aber wir haben auf jeden Fall noch genug Platz, dass das irgendwie passen könnte. Deswegen wird das schon okay sein. Also ich freue mich auf jeden Fall darin zu spielen. Aber ja, wie gesagt, wir müssen da noch mal einiges irgendwie ändern und so, weil also hinzufügen. Weil gerade das Büro, was ich dann am Ende gebaut habe, das ist halt wirklich traurig geworden. Also so traurig sah noch nie ein Büro bei mir aus. Und also, deswegen, ja, also ist schon okay. Das ist halt so, wenn die haben ja jetzt gerade auch erst angefangen mit ihren Arbeiten und was auch immer. Deswegen, ist das schon in Ordnung so? Wir arbeiten dran, ne? Wir hatten noch ein bisschen Geld tatsächlich im Antiquitätenladen. Aber ich sag, wie es ist. Ich wollte das jetzt nicht unbedingt direkt wegnehmen. Aber ja, vielleicht besuchen wir den Antiquitätenladen nochmal und verkaufen da ein paar Sachen. Weil sonst haben wir wirklich sehr dolle Geldprobleme und ich habe Angst vor den Rechnungen auch. Und ja, das Haus ist halt jetzt letztendlich viel kleiner als das Haus, was wir zuvor hatten. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich finde es auch ganz cool, weil ich finde, das ist dann immer so ein bisschen mehr cozy. Und ich finde, das passt halt auch voll zu denen. Deswegen, ja. Wir müssen auch mal schauen. Ich habe überlegt, ob wir vielleicht dann nochmal uns Tiere dann holen, also einen Hund oder so. We will see. Weiß ich noch nicht, ob wir das jetzt machen oder nicht. Cool fände ich es auf jeden Fall, aber muss ja dann auch irgendwie reinpassen, ne? Deswegen schauen wir einfach mal, wie wir das dann letztendlich dann wirklich
machen. Genau, also wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder so, wie immer in die Kommentare, ne? Weil ich liebe ja den Input. Und wenn wir Input haben, also es ist halt immer cool, wenn das dann von allen Seiten aus irgendwie passt. Das finde ich immer schön. Genau. Wir sind jetzt hier gerade bei der Küche. Ich habe das Ganze versucht, ein bisschen, ja, bunter zu gestalten, weil beim letzten Mal ist es ja doch sehr hölzern geworden alles. Ich werde auch noch den Boden austauschen. Das ist jetzt ja derselbe, den wir jetzt vorher hatten. Aber der hat mir jetzt einfach nicht mehr so gut gefallen. Vor allem in Kombi eben mit den ganzen bunten Sachen. Finde ich halt sehr cool, weil sowohl Raya als auch Raphael sind ja beide sehr, ja, also bunt auch von ihrem Themes her, sag ich mal. Deswegen passt das auch sehr gut. Deswegen, also ich finde es halt cool, weil normalerweise ich bin also hauptsächlich entweder hölzern oder wir machen schwarz und weiß. Deswegen ist es halt ganz cool, wenn wir mal so ein paar Farben so mit einbringen. Weil wenn, dann ist es so mein Akzent mal, ne? Aber jetzt ist es halt wirklich so all out. Und auch verschiedene Farbtöne irgendwie in einem. Also nicht so wie der Not So Berry, dass es dann so eine Solid Color Challenge quasi ist, sondern es ist halt wirklich verschiedene Farben, die irgendwie zusammenpassen. Also es war mir ein Fest. wie gesagt, es ist halt outside of my comfort zone. Muss aber auch mal sein, ne? Aber wie ihr seht, ich habe jetzt schon einfach nur noch 13.000 Simoleons. Und wir sind jetzt erst bei dem zweiten Raum so. Deswegen. Also ich hatte mich bei der Küche dann ja auch dann direkt dazu entschieden, ich so, bevor wir die dekorieren, werden wir jetzt erstmal die Zimmer einrichten, weil mir das halt wichtiger ist. Und ja, das war auch eine gute Entscheidung, weil ich glaube, sonst hätten wir wirklich Probleme bekommen. Also, das war schon ein bisschen traurig, aber das ist schon okay so. So, und wir nutzen das ja hier gerne, um auch mal um uns selber zu sprechen. Wie ihr seht, eigentlich wollte ich ja am Montag streamen, aber ich habe dann am Dienstag gestreamt. Das war schon mal Punkt 1, weil es ist mir dann noch was dazwischen gekommen. Also ein sehr spontaner Termin, sage ich mal. Und das war so ein bisschen, das hat nicht so ganz gepasst mit dem, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber gut, dann haben wir Dienstag gestreamt und dann wollte ich ja Mittwoch eigentlich das Video dann schon hochladen. Jetzt ist halt nichts gekommen am Mittwoch. Und ihr wisst genau, dass ich das immer hasse, obwohl ich in letzter Zeit mehr auf mich selber höre. Also ich bin auch sehr stolz auf mich, weil ich finde das einfach schwierig, auf mich zu hören und zu sagen, okay, lass das Video ausfallen, es ist okay, keiner wird sauer sein. So, passt darauf auf, dass es einfach dir gut tut, so. Aber ja, also mir fällt es einfach schwer. Deswegen war das halt so ein bisschen. Warum war ich so? Aber letztendlich, ja, habe ich dann doch mich dafür entschieden, weil ich hätte auch nichts anderes mehr geschafft. Und dann dachte ich so, okay, dann mach es vernünftig wenigstens, dass es dann eben Samstag kommt. Obwohl Samstags ja normalerweise immer ein Let's Play kommt. Aber es ist okay, weil das nächste Let's Play, was gekommen wäre, wäre Lucky Legacy gewesen und hätten wir wieder ein Part ohne den neuen Haus gespielt und das hätte ich dann irgendwie auch blöd gefunden. Beziehungsweise nicht mal, weil ich habe das Haus ja dann schon gebaut. Also hätte man das Haus dann zuerst gesehen und dann hätte man das Speedbild gesehen, das wäre irgendwie auch blöd gewesen, meiner Meinung nach. Weil das ja auch, ich packe ja diese Speedbits auch immer in die Lucky Legacy Playlist, weil ich finde, das gehört halt irgendwie auch dazu. Und das wäre natürlich irgendwie wild, wenn das dann halt andersrum wäre. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden. Genau, aber ja, ich hatte dann zusätzlich dann den Mittwoch, ja, habe ich dann ja auch versucht, das hier alles auch so ein bisschen noch fertig zu kriegen, hat aber dann ja nicht funktioniert. Und ich habe mich dann dazu auch entschieden, dass ich bei, es gibt ja den Sims Discord Channel, also den offiziellen. Und da habe ich tatsächlich, gibt es da gerade einen Giveaway und da habe ich mit teilgenommen. Da musste man was zeichnen. Ich bin jetzt nicht unfassbar stolz auf diese Zeichnung, also weil, so gut ist sie dann auch nicht geworden. Aber ich habe teilgenommen und ich freue mich sehr, weil es gibt halt 10-mal dieses neue My Sims Cozy Bundle zu gewinnen und ich dachte,
Da steht nichts davon, dass irgendwie das Beste ausgesucht wird, sondern jeder, der halt irgendwie was gemacht hat, was irgendwie in deren, wie heißt das? Also, ja genau, was halt den Regeln entspricht, ja, dass man daran teilnehmen kann, dann kann man das eben gewinnen. Einfach, dass man generell teilgenommen hat. Es geht nicht darum, das schönste Bild zu malen oder so, unbedingt, sondern einfach quasi seinen kreativen freien Lauf zu lassen. Und ich dachte so, ja, ich maler jetzt halt mal kurz was und dann wird das schon okay sein. The problem, mein Grafiktablet hatte absolut gar keinen Bock. Ich musste einfach die ganzen Treiber und so neu runterladen und installieren und was auch immer. Weil irgendwie hat es das nur noch als Monitor anerkannt und der Stift hat nicht funktioniert und keine Ahnung. Und ich war so, oh mein Gott. Ja, und dann zwischendurch ist mein Renderprozess während dessen dann auch abgebrochen und weiß ich nicht. Und das war alles ein bisschen stressig, weil ich muss das Speedbild immer vorrendern, damit ich mir das nebenbei ansehen kann, während ich hier mit euch rede. Fürs Voice-Over, das ist halt immer ein bisschen blöd, weil irgendwie meine Kamera hängt sich immer auf, wenn ich das einfach über das Schneideprogramm quasi laufen lasse. Das ist total blöd, aber was jetzt machen, ne? Also, ich werde es überleben. Aber ja, der Renderprozess ist auf jeden Fall mittendrin abgebrochen, obwohl er 2 Stunden gedauert hat und ich war so, why is this happening to me? ja. Also es war auf jeden Fall ein Traum und das hat mich sehr sauer gemacht und es hat die ganze Zeit nicht funktioniert und dann das richtige, also was es dann letztendlich zum Laufen gebracht hat, war, ich habe den Stecker rausgezogen aus dem Tablet nochmal und nochmal reingesteckt und dann hat das auf einmal alles erkannt und es hat alles funktioniert und ich war so, dein Ernst, das hätte das Problem gelöst? Es war einfach wild schon wieder. Aber ja, letztendlich habe ich ja dann doch irgendwie was zustande gebracht und es eingesendet. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich das gewinne, weil ich habe sehr viel Lust darauf. Ich habe noch nie My Sims gespielt, habe aber ein bisschen Gameplay dazu gesehen und es ist halt schon süß. Und so nebenbei so auf der Switch oder so zu spielen, ist halt schon irgendwie geil, ne? Deswegen hoffe ich natürlich, dass ich das irgendwie gewinne. Ansonsten werde ich es mir wahrscheinlich früher oder später sowieso kaufen, wenn es dann irgendwie mal im Sale oder sowas ist, weil ich würde es auf jeden Fall gerne spielen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie jetzt ja durch das Re-Release dann vielleicht auch sehen, dass sie dann vielleicht auch mal ein neues wieder machen, was dann vielleicht auch ein bisschen besser von der Steuerung her ist und so, weil ich habe halt nur mitbekommen, dass es ja nur remastered worden ist, also es gibt keinen neuen Content oder so und die Steuerung ist dann einfach noch komplett so wie auf dem DS und der Wii und das ist nicht mehr ganz so zeitgemäß leider. Aber das ist schon okay. Ne? Wir werden schon klarkommen. Also ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Ich habe leider keine Capture Card, ansonsten hätte ich das vielleicht auch gerne mit euch gestreamt oder so, aber ja, das ist jetzt gerade keine Sache, die irgendwie möglich ist. Deswegen spiele ich das dann für mich, wenn ich es dann überhaupt gewinne. Was unwahrscheinlich ist, vermutlich. Aber es ist nicht unmöglich. Deswegen, man weiß ja nie. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich daran teilgenommen habe. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Also, ob ich jetzt gewinne oder nicht, es ist cool gewesen. Also, ja. Es hat sich ja dann letztendlich ja auch gelohnt, ne? Genau. Hier seht ihr, ich habe das Ganze irgendwie pink gemacht. Ich weiß nicht wieso. Ich fand irgendwie pink geil. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, das pink zu machen. Ich weiß, also wie gesagt, pink wild. Weil keiner von den beiden hat irgendwie pink als Lieblingsfarbe. Aber ich dachte auch so, das ist ja dann auch der generelle Raum und dann wäre es vielleicht schlau, wenn man das dann so macht, dass es dann eben auch zu beiden irgendwie passt und nicht das dass irgendwie das primär irgendwie auf eine Farbe fokussiert ist, die nur der eine mag. You know? Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, dass ich ja eben Pink nehme, weil eben das von keinem irgendwie die präferierte Farbe oder was ist. Und das finde ich dann einfach am coolsten. Genau.
Hier mache ich jetzt noch so ein paar Sachen. Wie lange geht das noch? Ja, nicht mehr lange. Jetzt gleich mache ich jetzt nur noch ein bisschen, dass ich meine ganzen Sachen hier platziere. Und dann gibt es noch ein bisschen Terrain Paint, aber wirklich nicht viel. Ich habe ja noch nicht mal irgendwie irgendwelche. Oh, mein Wecker für Medikinet. Ich habe ja noch nicht mal irgendwie Büsche, Bäume, whatever platziert, weil ich einfach kein Geld dafür hatte. Und ich hatte ehrlich gesagt auch keine Lust auf Debug. Deswegen, naja. Dinge passieren, Leute, Dinge passieren. Aber es ist schon okay so. Deswegen, ja, also wir sehen uns gleich wieder, wenn ich euch das Ganze im Spiel einmal zeige. Denn dann kann ich vielleicht nochmal mehr dazu was sagen. Bis gleich. Und da sind wir im Spiel. Das ist das Haus so von vorne. Ich finde, es ist wirklich cozy geworden. Und es kommt der Inspiration auf jeden Fall sehr nahe. Das ist auch sehr cool. Aber dann gehen wir doch einmal rein. Beziehungsweise ich kann euch nochmal das Ganze hier von außen zeigen. So, unser krasser Garten, wo unsere Sachen sind, die wir behalten haben. Wir kommen schon klar, Leute. Ich freue mich schon, wenn wir hier auch Sachen hin tun, weil das sieht so traurig aus. Und ich freue mich auch, wenn wir dann Büsche und so platzieren. Naja, wenn man reinkommt, haben wir hier direkt unsere Fotos. Die habe ich auch nicht im Speedbild mit reingepackt, aber wir haben die im Stream noch schön verteilt. Und dann ist hier auch dann direkt der Essbereich. Und ich finde es einfach so süß. Ich liebe auch einfach die Küche. Wie gesagt, die ist halt nicht so geklattert, aber ich finde es trotzdem sehr liebevoll, sage ich mal. Und sehr passend. Dann kommt man hier rein. Hier ist dann auch die Bi-Flagge, weil Raphael ist ja auch Bi. Und das ist auch noch sehr cozy, finde ich. Also, es ist jetzt auch nicht so viel Deko, wie ich normalerweise platzieren würde. Aber es ist trotzdem angenehm. Und dann hier vorne haben wir das Bad. Da habe ich nur das Waschbecken und die Toilette, glaube ich, ausgetauscht. Und hier habe ich ein paar Vorhänge platziert, weil sie ja vorher eben im Keller gewohnt hat. Da brauchte sie die ja offensichtlich nicht, aber jetzt eben schon. Deswegen habe ich die halt noch eben platziert. Ansonsten habe ich daran eben nichts geändert. Und dann geht es hier eben hoch. Das ist der Flur, wo eben noch mehr Fotos sind. Ich finde, für einen Flur geht es eigentlich noch. Ich hätte es wahrscheinlich trotzdem mehr zugestellt normalerweise. Hier haben wir nochmal ein Badezimmer, eben auch mit einer Badewanne, weil wenn wir dann Kinder haben, brauchen wir die so oder so. Und hier vorne ist dann auch Rajas Schlafzimmer. Und ich finde, das ist sehr, sehr süß. Es ist vom Farbschema natürlich sehr ähnlich zu dem, was sie vorher hatte, weil lila einfach ihre Lieblingsfarbe ist. Und darin orientiere ich mich dann ja ein bisschen. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig Fan von den Vorhängen. Aber es gab auch keine besseren. Deswegen finde ich mich jetzt einfach damit ab, dass es nicht hundertprozentig matcht. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das auch sehr, sehr gut. Dann, wenn man weitergeht, sieht man hier, ja, das ist das Büro. Und ich finde das so traurig. Aber wir hatten wirklich ja kein Geld mehr. Habt ihr ja im Speedbild gesehen. Ich habe nur eben noch die Hochzeitsurkunde und Pebbles, die Prinzessin, aufgehangen. Das war's. Mehr ist hier nicht drin. Auf Dauer werden wir das hoffentlich auch noch füllen können. Und wenn man dann hier komplett in den Gang runter geht, haben wir hier noch das Schlafzimmer von Raphael, was wahrscheinlich das ist, was am meisten noch geklattert ist. Wahrscheinlich auch einfach, weil es der erste Raum ist, den ich irgendwie eingerichtet habe hier. Hat er halt Glück gehabt. Aber ja, mir war es eben auch wichtig, dass die Schlafzimmer eben am besten aussehen, weil das natürlich die Räume sind, die am meisten die Persönlichkeit ausmachen. Und das war es tatsächlich auch schon. Ist jetzt nicht das Krasseste der Welt, aber ich denke, auf Dauer können wir da was Gutes draus machen. Und wie ihr hier unten seht, ich habe genau 0 Simoleons. Am Ende vom Speedbild hatte ich noch 8. Das Problem ist, ich habe hier hinten noch gesehen, dass diese Ecke nicht bemalt war. Und dann habe ich das noch zugedingst mit dem Holz. Und es waren genau diese Simoleons, die übergeblieben sind. Und ja, dann hatte ich 0. Es ist traurig, ich weiß. Aber so ist das dann eben einfach. Ich hoffe, dass euch das Ganze gut gefallen hat. Ich werde jetzt auf jeden Fall direkt den Part aufnehmen, der dann hoffentlich Mittwoch kommt. Bin einfach sehr aufgeregt und ich freue mich jetzt. Und wenn ich jetzt eh schon hier im Spiel bin, dann kann man ja auch mal ein bisschen sich gönnen, ne? Hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Part dann auch wieder oder bei einem anderen Video, wie ihr magt. Wie ihr mögt. Bruder, manchmal labere ich so eine Scheiße. Bis dahin und tschüss!